Jo, na dann weiter geht's mit einem neuen Part von Uncharted 4 A Thief's End. Ja, im letzten Part sind wir einige Aufzüge hochgeklettert und haben auch welche repariert und wurden davon von Shorelinern angegriffen. Und den Wagen, den wir von Shoreline geklaut haben, im letzten Part haben wir ge ist kaputt, weil wir im letzten Part einen Wasserfall fast hinuntergestürzt wären. Und ja. Unsere Priorität ist immer noch, Sam zu retten und von dieser Insel zu verschwinden. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Aber oh, wirklich schön. Schön die Insel erkunden, ohne schießen. Allein hier? Erster August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swiftsure angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei Ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben alles genommen. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unter rechtmäßigem Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Leben lassen, sollte ich euch enttäuschen. Seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Danach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt, gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massenvergleich. Schon ein bisschen gruselig. Hallo? Uff. Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch eine.
Und hier ist noch so ein Käfig. Muss runtergefallen sein. Entschuldigung. Noch eins, wie viele haben die bitte schon bestraft? Devon. Kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopium. Und ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Sie nicht. Sei vorsichtig. Tut mir leid für die Störung. Verzeihung. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline drüben auf. Ja. Alles okay? Ja. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz. 6. September 1718. Gründer Condent. Ich weiß, dass auf euren Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde.
Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab, aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Sieh an, Connell und England streiten sich. Deswegen ist bestimmt Utopia, diese, oder lieber Tanja, auch zu Ende gegangen. Dieses Piraten-Utopia. Weil sich die Gründer anfingen zu streiten. Was sehr typisch für Piraten ist. Streit. Ist ja auch klar, dass so eine Piratenkolonie nicht lange gut gehen kann. Da ist Streit eigentlich schon vorprogrammiert. Wir sind in Christopher Condons Haus. Hey Nate, hier drüben. Hier lang. Scheiße, schau mal. Helena, runter. Versuch's doch. Dass sich mal nicht umdrehen.
Doch, hast du dir die Leiche, hast du die, bildest du dir auch nur ein, der ist nur so umgekippt aus Schwäche. Wow. Oh nein. Ja, nein, jetzt musst du alleine kämpfen. Okay? Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht wird diese Höhle. Ja, sehen wir nach.
Hey, hier ist was. Gunnar warnt. Gunnar warnt, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Problem. Und das war wohl Warns Frau, oder wie? Tochter. Ja, traurig. Glaube ich dir. Doch. Natürlich würde es für eine Räuberleiter ausreichen. Wovon träumst du sonst und helfen? Schön blau das Wasser. Obwohl in also Wasser eigentlich blau ist, sondern das ist nur der Himmel, der sich spiegelt. Nicht wie das Wasser schien, Nathan. Das wäre echt dumm. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Kopf für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hat dich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Autsch. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja. Wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Ich hätte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ich glaube, hier sollen wir nicht lang.
das Haus zu kommen. Ja. Ich bin auch wieder. Genug hätten sie ja gehabt. Du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Unser Star-Pirat. Das ist sicher von der Gangis Hawaii. Mogulvase. Was sie nicht eingeschmolzen haben, nutzen sie als Dekoration für ihre Häuser. Wunderschön. Wie man es nimmt. Was ist das? September 9, 1718. Gründer Baldridge. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen, als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in die Battaglia. Bitte ich euch, inständig mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer der Staat, wer die Saat unsere aktuellen Zwietracht gesät hat. Aber folgenden bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesen Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unsere Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in euren Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Warnt als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Es ist wirklich ein Streit zwischen den Piraten ausgetreten. Verdammt. Ist ja wie im Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Herr der Fliegen, Herr der Ringe. Das heißt du nicht mehr Herr der Ringe, sondern Herr der Fliegen. Kanonen. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Ups. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein.
recht. Zum Glück ist Ellen noch schwer und das ist positiv gemeint. Danke, du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Ja, das ist eklig, vor allem wenn im Schwimmbad. Da habe ich auch schon auf Wasser geschluckt. Ekelhaft. Schwimmbad Wasser zu schlucken, vor allem wenn andere Leute hier da drin sind. Auch wenn das Wasser geklort ist, aber trotzdem einfach nur ekelhaft. Naja, das Schwimmbad Wasser ist ja auch nicht zum Trinken da. Außerdem habe ich auch eine Chlorallergie. Ich habe dafür Nasentropfen, sodass ich auch ins Schwimmbad gehen kann. Denn wenn ich die Nasentropfen nicht kriege, kriege ich dann am Tag dann auch noch Schnupfen und dann wird die Nacht schrecklich für mich. Und das bleibt so für ein, zwei Tage dann schon so scheiße. Aber nur wenn ich diese Nasentropfen nicht nehme. Noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Die Gründer von Libertalia? Diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten Selbstmord? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew, laden Sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und Sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so.
sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Ja, dann werden wir im nächsten Part zu Avery's Haus gehen. Ciao.